Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dark Parabels Rapunzels Gesang. Wir haben die Räumlichkeiten hier vorne ein wenig untersucht gehabt. Da sind wir in einen Garten gekommen und hier zu einem nur verschlossenen Raum. Das hatten wir als letztes geöffnet, haben daraus eine Efeu-Laterne genommen, ein Krönchen und einen Aufziehschlüssel. Als erstes werden wir mal gucken, weil wir brauchten einen Frosch. Den haben wir hier gesehen. Hier ist eine Froschfigur. Aber ich glaube nicht, dass das die richtige ist. War hier auch eine? Nein. Eine Froschfigur. Hier war auch keine Froschfigur. Also kann ja eigentlich bloß diese Froschfigur hier gemeint sein. Aber wie kriegen wir die auf? Steine betreten. Ein Krönchen aufsetzen? Hilft ja nicht. Hat er ja schon auf. Deswegen. Ich bin ein wenig irritiert im Moment. Auf jeden Fall können wir erstmal, um ein wenig das Inventar kleiner zu bekommen, hier die Efeu-Laterne hinhängen. Und was haben wir noch? Kleeblattplatte. Ach, die Froschkönig-Insignie wird bestimmt hier reinpassen, ne? Die da. Superb. Ah. Elisa gab ihrer Macht und Unsterblichkeit für ihren Liebsten auf, doch es brauchte immer nur und doch es brachte ihnen nur Unglück. Ach stimmt, das habe ich noch recherchiert gehabt übrigens jetzt zwischen der letzten und dieser Aufnahme. Alle, die von der Göttin Flora, von dieser Göttin jedenfalls, eine Gabe bekommen, sind ja so einige, wie Schneewittchen hatte eine Gabe, also die Wächterinnen der Blumen sozusagen, wie ich sie so liebevoll mittlerweile nenne, haben alle die Gabe der Unsterblichkeit gekriegt. Und es gab halt schon einige, die sie aufgegeben haben, wie zum Beispiel Prinzessin Efeu. Aber halt nicht nur sie. Und es ist halt traurig eigentlich. So. Elise wollte den Königssohn retten, doch verurteilte ihn unwissentlich zu einem Kreis ewig hoffnungsloser Liebe. Als Elise den Froschkönig traf, einen Mann, der dazu verdammt war, als einsamer Frosch sein Dasein zu fristen, erfüllte sie großes Mitleid und opferte ihm ihre Unsterblichkeit, damit er seine menschliche Gestalt wieder erhielt. Doch als sie starb, schwand auch ein Teil ihrer Gabe, und der Fluch verwandelte den Königssohn wieder in einen Frosch. Unsterblich und verflucht verwandelte er sich zu einem Mann, wenn ein Mädchen ihn liebte, doch musste den Tod einer jeden neuen Liebe mit ansehen. Doch nicht nur er selbst war von dem schrecklichen Fluch betroffen. Durch seine Berührung wurden alle zu Fröschen, und er war einsamer als je zuvor. Oh weia, ist ja voll traurig. Ich zuck jedes Mal zusammen, wenn so ein Vieh auftaucht. Diese Dinger sind wirklich überall. Und ich dachte, sie sind lichtempfindlich, ist immer noch nicht. Jetzt muss ich wohl ein wenig sanfte Methode finden. Gibt es eine Möglichkeit, eine Kreatur zu... Ja, Streichhölzer. Okay, gut, das klappte nicht. Auf jeden Fall kommen wir jetzt nicht an den Frosch ran, haben aber das Lämpchen gefunden. Und was finden wir jetzt? Ein Minispiel. Super. Ach nee, oder? Was ist denn das? Das ist orange. Oh. Das ist nämlich alles andere als ein schönes Minigame gerade. So, das bringt nämlich nichts. Die Orangen müssen da rein, die Roten natürlich in die Mitte. Und die Blauen müssen wir da rüber bekommen irgendwie. Das Problem ist halt an dem Ganzen, dass es echt schwierig ist, weil ich glaube, man muss jedes Mal dann von vorne anfangen. Wenn man mal eins nicht richtig reinmacht, dann muss man das ganze Gefäß, glaube ich, von vorne anfangen aufzufüllen. Oder? Wir gucken mal. Ja, das war weg. Gut, dann versuchen wir unser Glück mal in der Richtung. Zack. Das ist ein orangenes. Das versuche ich mal hier reinzukriegen. Und zack. Das rote kommt natürlich in die Mitte. Also diese Minigames, ich finde das echt niedlich gemacht, dieses Minigame. Es gefällt mir eigentlich auch, weil ich die ganzen Karaffen hier unten echt schick finde. Aber ich finde es halt mega nervig, dass man erst eine Farbe komplett voll kriegen muss. Kann man das eigentlich rausfallen lassen? Ja, gut. Dass man halt erst eine Farbe gänzlich voll machen muss, damit nicht mehr das halt passiert, dass blub, blub. So, rot kriege ich also als erstes voll. So, rot ist voll. Gut, das ist gleich weitergefallen.
So, zweite voll und jetzt fehlt noch Orange. Nein! Ja, so war das jetzt nicht geplant. So kann es geplant gewesen sein. Super! Mit ein bisschen Schwung klappt das. So, was kriegen wir denn jetzt? Eine große Laterne. Was? Nur dafür haben wir jetzt Minigang gemacht? Ich muss sie einzeln. Super, bitte mach mal. Jetzt kann ich sie mitnehmen. Echt jetzt? Und jetzt muss ich sie bestimmt auf die Pflanze werfen. Das ist ja... Wirf! Verbrennen! Und weg quasi. Was für eine Verschwendung. Aber das ließ sich nicht machen. Aber da ließ sich nichts machen. Ja, was für eine Verschwendung von der Lampe. So, dem Krönchen haben wir jetzt den Besitzer zugewiesen. Jetzt kriegen wir das Schlüsselchen. Falltürschlüssel. Das Gewächshaus sieht schon viel besser aus. Ein schöner Anblick. Dann haben wir hier damit alles erledigt, würde ich sagen. Denn ich glaube, die Blümchen wachsen nur in den zwei Räumen, wenn alles erledigt ist. Müssen wir hier also nicht mehr hin zurück? Ich glaube hier auch nicht. Ich habe mal, glaube ich, alles mitgenommen. Ich hoffe es. Ich frage mich immer noch, welche die beiden sind. Nach wie vor erinnert mich das hier sehr an Alice durch das Häschen. Und hier hinten weiß ich halt jetzt gerade leider nicht. Also es ist sehr traurig, aber vielleicht kommt es ja noch in den nächsten Spielen oder hier drin. Oh, Alice Kamee, Dornröschens Kamee, Rapunzels Kamee. Okay, haben wir. Kelche haben wir, Falltürschlüssel. Falltürschlüssel? Ich muss irgendwie an die Luke gelangen und mich nach dem Schlüssel umsehen. Ja, den Schlüssel habe ich ja, aber ich komme nicht an die Luke. Oder kann ich die schon aufschließen? Nee. Ich brauche nämlich erst irgendwas anderes noch. Was sagt sie? Sieh die Luke da oben, sagt er so. I think we can access the tower through this gate. Ja, super. Mache ich die ganze Zeit schon. Ich hätte zuerst ansprechen sollen. Gelang an die Luke um zum Tor. Ja, klar, super. Kann ich sie jetzt aufschließen? Nein. Na gut, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben eventuell hierfür den Schlüssel? Nee. Aufziehschlüssel, aber das ist ein... Ach, vielleicht... Ach, die Puppe fehlt uns ja noch. Ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen überfragt, so minimalistisch ein bisschen. Haben wir einen Hinweis? Hinweis. Wir müssen einen Behälter mit Blumen stehlen. Ach, die Kelche gehören hier hin. Super. Konnte ich ja nicht vorher wissen. So, wir haben eine Steinblume dazu gekriegt. Eine Rose. Jetzt haben wir 6. Und natürlich die fehlende Puppe. Die violette Tänzerin. Gut, es war nicht rosa, ob es sehr rosa aussieht. Jetzt können wir das aufziehen. Schick. Okay, das war jetzt sehr schick. Ich hoffe, dass ich das laut genug geregelt kriege, dass ihr das dann auch hören könnt, weil ich fand das wirklich schick. Ah, man kann es nochmal abspielen lassen. Aber guckt mal. Es ist farblich ähnlich wie jetzt gerade mit Rapunzel und ihrem Schatten, also dem anderen Mädchen, der Bella. Die ist ja auch so dunkel gekleidet und wirkt so grau wie ein Geist. Und dann der Rapunzel in Farbe. In rosa oder violett in dem Falle, weil es ja violette Glockenblumen sind. Also ich glaube, das spielt auf die beiden ein bisschen an, das Ganze. So, jetzt haben wir die Bohnenranke. Die wissen wir natürlich sofort, wohin wir die Bohnen pflanzen müssen. Was ich cool finde, bei Jackbohnen, Jetzebohnen. Jetzt kommen wir da oben. Look, if we climb the beanstalk, we can reach the gate. But we still need to... Ja, habe ich ja. I'm sure Prince Ross will join us later. Be careful, Detective. Echt jetzt? Da hängt was. Was war denn das jetzt wieder? Eine Buntglasblume. Aber warum klettert sie zuerst hoch? Ich bin der Detective. Detective! Ja, da! Weg war sie. Wer war das? Und was hat er oder sie mit Gerda vor?
Ja, wenn sie so dreist war und einfach vorrennt. Puppenkopf, jetzt echt jetzt? Super. Wenn man sich die Dinger so betrachtet, ist es offensichtlich, dass einst ein Mädchen in diesem Turm wohnte. Ein Ventil? Krieg ich das auf? Wie kann ich das Fass öffnen? Mit einer Axt. Noch nie Obelix und Asterix geguckt? Hier brauche ich ein Emblem. In der Form einer Spinne. Nach dem tragischen Tode Königin Melanies wurde dieser Turm errichtet, um die Prinzessin Belladonna darin einzuschließen. Belladonna, all die Kleider und das Spielzeug muss ihr gehört haben. Wurde nicht Rapunzel eigentlich in dem Schloss eingeschlossen und nicht ihre Schwester? Seltsam. Was brauchen wir hier? Dieser verschlossene Puppenwagen kann nur mit zwei Insektenemblemen geöffnet werden. Super, hier ist alles verschlossen, ey. In dem Mosaik fehlt ein Blumenblume. Ja, eine Blume. Was fehlt hier? Efeu. Okay, hier müssen wir das da reinsetzen. Nicht das da. Das da reinsetzen. Sieht man von Weitem. Dann gehen wir mal gucken. Jetzt wacht sie auf. Nein. Ich hege den unangenehmen Verdacht, dass mir das Ding gefolgt ist. Nicht nur du. Ein Harlekin. Ganz Puppen. Der Sitz des Hockers ist noch warm. Jemand muss diesen Raum erst vor kurzem verlassen haben. Hinter dieser Unordnung steckt eine betrübte und gestörte Seele. Ganzen Puppen, alles kaputt. Irgendwie ist das voll traurig. Ach ja, ein Tagebuch wieder. Ist dies eine in Schwarz gehüllte Figur, die arme Gothel? Sie sieht wirklich nicht besonders freundlich aus. Nur zwei Besucher kommen je in meinen Turm. Meine geliebte Schwester Rapunzel verbringt gern Zeit mit mir. Doch die Amme macht mir Angst. Okay. Die Puppe braucht einen Kopf. Ich vermute mal der da. Braucht die noch ein Auge? Echt jetzt? Und ihr fehlt ein Auge. Na super. Aber eigentlich ist der Raum echt süß eingerichtet. Auch so ein bisschen. Ja, durch die Häschen erinnert mich das schon wieder ein bisschen an Alice. Es steht fast, dass dieses Zimmer für ein kleines Mädchen eingerichtet wurde. Doch für welches kleines Mädchen? Hier haben wir noch ein Blümchending. Teegesellschaft. Eine recht einsame Teegesellschaft. Mit Häschen und dem verrückten Hutmacher vielleicht. Also ich finde das cool, wenn sie jetzt hier Alice gerade einbauen, nebenbei noch so ein bisschen. Aber irgendwie ist das trotzdem traurig. Also die kleine Belladonna oder Bella, wie Rapunzel sie nennt, tut mir schon sehr leid, muss ich ehrlich sagen. So, die können wir da einsetzen. Das Ornament natürlich hier oben. Damit öffnet sich die Tür und wir können mal nach Gerda gucken. Gerda! Gerda! Und weg war sie wieder. War das nicht die Pflanze? Wohin wird sie verschleppt? Um die Tür zu öffnen, brauche ich den Schatz der Meerjungfrau. Königin Melanie und ihre Dienerin Frau Gothel. Das ist Königin Melanie. Noch warum wurde das Gesicht der Amme ausgemerzt? Weil sie gruselig aussieht? Kennt doch jeder. Wer würde so etwas erschaffen wollen? Meine Mutationsexperimente waren erfolgreich. Ich habe eine riesige Variante der verfluchten Blume gezüchtet. Wenn sie blüht, setzt sie eine Unmenge giftiger Pollen frei, die sich rasch überall verbreiten. Also ich weiß nicht, vielleicht ist halt das die Königin geschrieben oder Gothel. Könnte Gothel sein, so wie das hier unten aussieht. Sieht ein bisschen gruselig aus. Hier haben wir noch ein Blümchenornament. Bei dieser Teeservice fehlen ein paar Dinge. Ja, habe ich leider nicht dabei. Was ist das? Diese Ranke scheint alle Ausgänge blockieren zu wollen. Hier haben wir noch was gefunden. Was ist das? Das ist eine hübsche Uhr. Aber kann ich nicht anklicken. Jetzt. Auf dem Zifferblatt fehlt die 12. Und hier fehlt noch eine Figur, wie das aussieht. Ich sollte mich nach dem Zwilling der Fee umsehen. Haben wir aber nicht dabei, ne? Ne, wir haben Kamees. Eine Maske. Rapunzel und Belladonna. Die königliche Halbschwester von Floralia. Die königlichen Halbschwestern. Ach, das ist die Tochter von der lieben Melanie. Warte mal, die hat ein Häschen in der Hand. Ist das die Steinstatue unten? Da im Keller? Weil die hatte auch ein Häschen in der Hand. Deswegen hat sie mich so an Alice erinnert. Oh Gott, Belladonna guckt total böse. Da fehlt ein Griff. Den haben wir natürlich schon. Super. Und Minigame.
Dreh und füge alle Zweige ein, ohne dass sie sich überschneiden. Oh, so eine Spiele liebe ich ja. Ich liebe solche Spiele. So, sie dürfen sich nicht überschneiden. Okay. So. Und so. Bitteschön. Yes, ich liebe so eine Spiele. Das geht immer ganz schnell, so eine Mini-Dinger. Jetzt bin ich mal gespannt. Was kommt jetzt? Und los. Was für ein Ungetüm. Du Heilige. Gerda steckt in einem Käfig. Ich muss einen Weg vorbeifinden. Hier ist ein Spachtel. Spachtel? Nee, ein Meißel. Meißel war's. Normalerweise gibt es von solchen Figuren immer zwei. Da haben wir die zwei anderen. Wieso macht nur dies Maul auf? Das? Ach, da war noch eine Steinblume. Eine Marguerite. Ventile. Das Ventil zum Beispiel habe ich. Das kann ich gleich mal ausdrehen. Ich kann ein schwaches Herzklopfen vernehmen. Liebt diese Pflanze etwa? Diese Art gedeiht mit nährreichem Wasser besonders gut. Und Rapunzels Gesang bringt sie zum Blühen. Dieser Ungetüm braucht ein besonderes Wasser, um zu gedeihen. Drehen wir sie aus, dann ist alles gut. Okay, hier kommen wir gerade nicht weiter. Oh, da ist die Pflanze wieder. Die Ranke hat sich, ohne mich anzugreifen, wieder zurückgezogen. Ist das nun ein gutes Zeichen? Naja, Rapunzel hat auch nicht gesungen, falls es jetzt gerade neben mir noch jemand aufgefallen ist. So, das hatten wir gerade gefunden. Die Blue, den Käfer hier unten, dafür haben wir. Das machen wir natürlich sofort. Puppe. Ja. Ich und Puppen, alle, die mein Alice Let's Play gesehen haben, wissen, dass ich und Puppen nicht die besten Freunde sind. Also, ja, ich habe ja nicht so direkt gegen Puppen. Bloß, ich finde das gruselig, wenn sie die ganze Zeit halt einen anstarren. Das ist halt wirklich beängstigend, fast schon. So, kleine rote Bärchen, kleine rote Bärchen. Also, wie gesagt, ich habe nicht wirklich was gegen Puppen. Sie machen mir halt einfach ein bisschen Angst. Allerdings ist mir jetzt auch schon aufgefallen, weil Halloween steht vor der Tür. Mein Halloween-Kostüm ist etwas eigen dafür, dass ich Angst vor Puppen habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das mit Absicht gewählt, damit ich diese Angst ein wenig überwinde. Weil ehrlich gesagt, ich habe Alice gezockt und es ging mir auf die Nerven, dass ich so eine Angst vor Puppen habe. So, Auge einsetzen. Dass sie sich bewegt hat, macht mir noch, ist noch gruseliger. Die Ängste eines Kindes, aber sie scheinen keineswegs zur Fantasie gewesen, nur Fantasie gewesen zu sein. Alle haben Angst vor mir. Die Amme sagt auch, Rapunzel werde mich eines Tages verlassen, weil sie den Feuerprinzen heiraten soll. Er wird sie mir fortnehmen. Das werde ich nicht zulassen. Der Feuerprinz. Okay. Aber hier stand doch was mit Schneewittchen und... Hä? Oh, ich will diese Parabeln immer schnellstmöglich vollkriegen, damit ich diese Hintergrundstory erfahre. So, was hatten wir jetzt? Ach ja, hier die Figur. Zack. Es fehlt immer noch was. Im Blatt fehlt die 12. Die 12 immer noch. Ein Meißel, eine Schere. Was ist das? Sternemblem. Kann mich auch nicht entsinnen, dass wir das bisher brauchten. Einen Meißel. Vielleicht hierfür? Nee. Ein Hebelwerkzeug. Eine Schere? Nein. Puff. Ja, ich glaube, hier unten hat man nichts mehr. Ich bin jetzt mittlerweile ein bisschen überfragt. Haben wir hier noch irgendwo was? Ach, das Häschen. In dem Plüschhasen ist gewiss etwas versteckt. Oh, ich will das Häschen nicht aufschneiden. Nein! Oh, das arme Häschen. Armes Herrhoppelhäschen. Also Plüschtiere mag ich. So, aber wir haben die Tasse gekriegt. Und das andere Ventil gefunden. Jetzt können wir der lieben Gerda... Nein. Ganz ehrlich, nein. Wir helfen der Gerda in der nächsten Folge. Denn diese hier ist leider schon zu Ende. Wir haben die Zeit schon weit überschritten.
Wir kommen schon viel zu weit in dem Spiel voran, also es werden wieder ganz wenig Folgen, dieses Let's Play. Kurz gestreckt. Und damit sage ich jetzt auf Wiedersehen. Ich weiß nicht, also ich habe auch schon den nächsten Hinweis für das nächste Spiel. Sehr offensichtlich. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, was wir noch über die Bella und die Rapunzel herausfinden. Und damit sage ich erstmal ciao.